Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Alpha 18 mit dem Mad Max der Apokalypse. Du hast sogar so ein Oberteil an, was du alles gefunden hast, ein Helm schon, cool, das Oberteil. Ne? Tag, Herr Kaiser. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Ich habe Durst. Freut mich auch. Du hast Durst, ich habe ein Wasser. Das würde ich nehmen. Ich habe schon den Tropfen und ich muss mich auch mal heilen. Was für ein Tropfen? Dann lass doch mal irgendwie ganz schnell eine Forge bauen. ja. Nee. Wasser suchen. Ja, oder Gläser zumindest. Ja. Hast du leere Gläser? Hab eins jetzt, weil ich deins ausgerungen habe. Okay, aber ich glaube, wir haben hier oben eine Müllkiste, meine ich. Ja. Hier unten und noch eine. Wo haben wir den hingeklatscht? War die? Ach, der war hier eins unten drunter, ne? Klitschklatsch. Guck mal, hier sind 13 leere Gläser schon mal. Hä, wo haben wir denn die Kiste hingeklatscht? Ach, das war auf Arbeit. Der gegenüberliegenden Seite. Und irgendwo war hier ein Wasserturm, da hinten genau. Ist einer. Ich würde aber sagen, wir gehen nochmal hier drin. In das Lazy Age rein. Ich habe irgendwie jetzt die 2-3 Gläser, die ich hier gefunden habe, mitgenommen. Okay. Ich habe mal einfach hier mal einen Schlafsack hingelegt. Lass doch mal Lazy Age plündern. Oh nein, ach, ich denk noch beim Runterhüpfen. Ich guck mal kurz nach dem Splint. Hey, Bales. Ich denk noch gerade, nein, das ist zu hoch. Ja, aber liebe Zuschauer, da habt ihr drauf gewartet, oder? Ja, sicher. Hashtag Beinbruch. Dritte Folge, mal viel zu spät eigentlich. Ich habe ja schon früh angefangen. Ja, stimmt, du hast ja auch schon das Bein gebrochen, ne? Ja. Ach, man ist nicht mehr gewöhnt. Weißt du, wir sind so durchgeskillt gewesen. Hab ich das keinen Splint ist das gehabt. Problem, ja. Ich habe Klebeband. Wenn du eine Woche, jahrelang Ferrari gefahren bist und auf einmal fährst du wieder einen Trabi. Oh, ich hab sexy Klebeband, Mucke. Wood, hast du Läppsche? Haben noch Läppsche da? Lappe, haben wir keine. Ich habe keinen Stoff. Hab ich was ich anhab, was ich kann nicht scrappen? Nö. Mir fehlt Stoff. Nimm dir doch ein paar, Mudi. Baumwolle, oder? Also, genau, nimm dir einfach ein bisschen Baumwolle. Die Firma elegant, charmant, schnell. Ich bin so langsam. Das ist auch nichts Neues. Nö, das stimmt. Ich humpel mal ein bisschen vor mich hin und suche Baumwolle. Hallo, Herr Zombie. Ey. Wie viel Stoff brauchst du? Ich habe keinen Stoff. Oh Gott, Stun. Oh, gleich tot. Gleich hat sich mein Beinbruch erledigt. Wo bist du? Bin ich weg. Du machst Ruhe. Ja, das Problem war, wieso bin ich hier eben hängen geblieben? Woran bin ich da hängen geblieben? Ich konnte kein Stück zurücklaufen. Das war kein Stun. Das ist wenigstens kein Beinbruch mehr. Ja, wunderbar. Siehst du aber gut. Wurde, naja. Ja, ein super Auftakt. Folge 3. Ja, ja. Tod, Beinbruch. Wobei das ist halt schwer. Zusammen. Ja, also ist Nahkampf easy. Ist auf jeden Fall schon, ist eine Nummer, ne? Ja. Deswegen, Nahkampf von dem Spiel geht für mich leider gar nicht. Wobei das, also von als Feedback, dass das. So. Das ist in dieser Version anscheinend wesentlich effektiver. Nahkampf. Ja. Also hat sehr viel. Ich meine, die Zombies, die haben eine Reichweite auch von 8000 Metern wieder. Das liegt an dem Field of View. Wenn du. Ach. Du musst einfach nur dich dran gewöhnen, ab welcher Entfernung du zuschlägst. Okay. Also ich merke es auch, ich gewöhne mich auch gerade so ein bisschen um, weil man muss sehr weit oder sehr frühzeitig zuschlagen, dann geht das eigentlich. Okay. So, Beinbruch hat sich erledigt. Klassische Art. Ja, ist doch. Ist doch schon mal ein Vorteil. Du meinst, wenn ich jetzt bei Doggies reingehe, wo bist du da? Bist du da hinten? Ja. Bei Lazy Age bin ich drin. Okay, ich bin vorne und loot mal meinen Teil. Wir müssen an die Uhrzeit denken, wir haben schon 19:52. Ja. Aber dann können wir in der Nacht anfangen zu arbeiten, ne? Also dann können wir unten so ein bisschen... Ja, ich mag die Stadt nicht. Ich finde die Stadt irgendwie, weiß ich nicht, da fehlen mir Geschäfte. Das ist eine kleine Stadt. Diese Stadt? Ja, diese Stadt hier. Achso, okay. Ich dachte, du meinst jetzt grundlegend irgendwie nicht. Weißt du was? Jetzt habe ich Durst. Ja, sorry, ich habe die Gläser dabei. Stimmt, ich wollte Wasser auf. Ich habe auch 13 Gläser. Lass uns gleich mal eben zusammen Wasser holen. Also ich bin jetzt hier in den Lazy Edge schon durch. Das sind zwei Working Stiff. Nee! Was ist denn passiert? A-U-G-E-R. Ach was. In der Haus. Er hat die AK gefunden. Du cheatest, glaube ich. Also, ich, liebe Zuschauer, ich würde euch bitten, schaut bitte mal beim Kaiser vorbei. Genau. Und kontrolliert das mal. /cm out. Aber ich habe hier gerade einen Zaun gefunden, der sieht aus wie, als wäre ein Zwinger im Hinterhof und er hat ganz ein viel Zwinger? Stoff davor. Ja, wie ein Ach so, Zwinger. Ah, okay. Nicht das, wo du hingehst nachmittags mit der Frau, sondern... Oh, zum Herrn Zwinger? Wenn man es mag, Hallo, auch der Zwinger. Zwinger. Wie geht's Ihnen?
da, wo du immer diesen roten Gummiball mit den Straps im Mund Bier hast. Gewonnen. Verstehst du? Aufhören. Ach so, das, ja. Ja. Oder die Maske mit dem Reißverschluss vom Mund. Entspannungssalon. Darf ich bitte reden? Nein! Nein, Sklave. Also nicht, dass ich mich da auskennen würde. Nein. Nein. So, ich komme Dump entlang. Ups, verdammt. Und das unser Dump. Das war der Bacon. Was? Hallo. Hast du gerade? Schwein. Wo war der Turm? Weißt du das noch? Hier. Folgen Sie mir. Hat er hier die Orga schon am Start? Direkt zum... Ja, Level 1 und halb kaputt, aber egal. Naja, gut. Können wir die Mine ein bisschen erweitern. Und die Lagerhalle... Oh, ist da ein Feraler drin? Nee, oh. Da leuchtet irgendwas grün. Nee, hier ist eine Chemiestation. Oh. Warte mal kurz, warte mal. Ganz kurz. Geh mal kurz was rein. Was denn das für ein... Wie lange wir denn? Haben wir noch Zeit? 20:22, als wäre es gerade Mittag. Schieberit. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viel Beton, müssen wir uns merken. Wer kommt denn da? Ja, irgendwas war hier. Ach. Burning Verbrennungsopfer. Zombie. Das ist aber geil, dass die mitten in der... boah, sieht das cool aus. Also dann überlegt es, dass mein Gamma relativ tief ist, aber... Der sieht irgendwie cool aus. Gamma, 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 Gamma. Genau, das meinte ich. Wasser. Ja, also ist, oh, da kommt eine Schreitante. Wo? Richtung Osten. Ich schieße sie an. Oh. Und da ist noch eine. Wir haben noch gar keine Forge. Oh, die ist aber schnell. Die nächste. Ja, oh, die hat gebrüllt. Ja, super. Naja, wir sind ja schon High Level. Ist das ja gar kein Problem. Wo kommen sie? Keine Ahnung. Wollen wir schnell ins Wasser, oder? Bevor die kommen? Ja, sie kommen ja schon, aber so viel ist es halt nicht. Also alles handelbar. Okay, ich hab einen. Also die Farben, seit ich das Gamma runtergestellt habe, sieht das Spiel ja mal richtig übersättigt aus. Au! Okay, erster. Oh, ein bisschen Bum Bum. Bum Bum. Wann Eis bum, früher? Bum. Als Boris. Es ist rote, ne? Mit dem Kaugummi-Stiel. Ja, mit dem Kaugummi-Stiel. Also die Hülle kann drin, die hat geschmeckt wie der Hustensaft. Es gab als Kind so einen rosa Hustensaft. Ja. Kann ich mich erinnern. Spasmomukosolvan. Ja, weiß nicht, ob es so hieß, aber es war so ein roter, sehr cremiger, süßer Hustensaft. Und wir wollten als Kinder immer mehr. Oh, ich hab Husten. Oh, Mama, gib mir einen Becher davon. Da habe ich mich mal so gut gefühlt nach. Ja, oh, da ist ja schon geblutet. So, wir haben 20:52. Jetzt müssen wir langsam in die Pause kommen. Yes, Wasserturm Richtung? Ja, da oben. Wo hast du denn die Orga jetzt drin gefunden? Schaffen wir das in der Zeit zurück? In der Working Stiff Tools Kiste. Ah, okay. Macht ja Sinn, ne? Na, ich hab auch kein Bier, nix. Habe ich eigentlich noch einen Brief bekommen? Jo. Hier, Ausdauer. Wo ist er hier? Der Sexual. Da ist er. Ah, geht nicht, weil ich nicht auf der nächsten Stufe bin. Sexual. Das Ding ist aber eingezäunt. Ja, macht doch nichts. Ich habe eine Orga. Ich bringe uns da schnell rein. Warte. Die Tür ist doch offen. Guten Morgen. Wild durch das Ding gebohrt. Oben ist auch offen. Das heißt, wir können einfach unsere Gläser reinhalten. Ich dachte, hier wäre eventuell draußen so eine Pfütze. Oh, ich sehe da schon Beinbruch. Ach, du kannst sogar von oben von der. Beinbruch incoming. So. Hammer. If I had a hammer. Wie hoch steht. Hä, das Wasser steht doch gar nicht so hoch. Das ist ja merkwürdig. Okay. Findest du nicht auch, dass dass die Gläser mal aussehen wie Algenurin irgendwie? So ja, so wie Algengrütze. Ja, okay, lass uns schnell hier runter. Ui, Hilfe! Ja, genau. So. Und dein Papa muss trinken. So, also nächstes Ziel sollte unser Fahrrad sein. Das war richtig, ne? Okay. Richtig, du hast gesagt, ein Punkt in irgendwas, in den ich jetzt... Grease Monkey, weil wir haben ja eine Workbench bei uns. Gegenüber, ne? Ja, ich erinnere mich. Lass ihn aufstehen, guck, lass ihn aufstehen, den lass Stoff ihn aufstehen. Her. Siehst du das hier? Hier habe ich den Stoff her, von den Zäunen. Das ist auch neu, oder? Dass es so Zäune gibt, die mit Stoff umwickelt sind. Ja. Oder abgedeckt sind. Woanders zahlst du viel Geld dafür. Ja.
Was denn? Was ist denn los? Ah. Willst du? Guck mal, ich kann dir mal Knüppel vorstellen. Was die einen, also... Ich weiß, Zuschauer kann ich ja mal sagen, aber wie weit du, in welcher Entfernung du knüppeln kannst. Zwängst du den Zombies wieder deine Meinung auf? Ja, ich habe mal Meinungsverstärker dabei. Mailbox. Immer schön die Briefkästen looten. Oh ja. Hinweis. Bei, guck mal, Muzzle Break. Ich könnte noch ein bisschen Steinchen farmen. Mutzlebracke. Vor allem, du kriegst pro Skillbuch, was du liest, 124 XP. Ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Das ist auf jeden Fall gut, ja. Oh, hier ist ein Pawnshop. Was ich gestern gemerkt habe, ist, dass ich mich irgendwie an das Interface gewöhnt habe. An das hier oder an das alte? Nee, an das alte. Ich habe nämlich oben links hingeguckt und dann gesagt, wann ist die Zeit oben in der Mitte? Und dann ist mir halt erstmal eingefallen, ja, wir sind ja Vanilla. Also, ne? Ja. Das ist ja, man ist es ja gar nicht mehr gewöhnt. Soll ich dir helfen, was abzubauen? Was ja, ich dachte, wir fahren ein bisschen Dings. Eigentlich ein bisschen Erde wegen Dings, aber. Erde wegen Dings, nur Dings. Also, so viel XP gibt das jetzt aber nicht. Warte mal, ich hol mal ein bisschen Clay. Ich mach mal hier kurz ein kleines Loch. Ja, mach mal. Aber für Clay, falls wir noch irgendwie in den Genuss einer. Nee, es ist nicht. Ich mach's so klein, ich mach's nicht so tief, nur ein Tief. Okay. Das ist ja der. Die Kunst an der Sache. Wir können ja eigentlich durch die Blechhütte auch immer rein, ne? Wir können die Leiter wegmachen. Ah ne, die ist locked. Die Tür war ja locked. Haben wir denn einen Topf, wo wir Wasser kochen können? Oder brauchen wir keinen Topf? Ich hatte einen gefunden. Ja, vielleicht brauchen wir auch gar keinen mehr. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Hat denn das geändert? Ist möglich, ja. Ich schau mal kurz. Ich gehe relativ vorsichtig, weil ich ein bisschen Respekt vor Beinbrüchen. So, ich mach mal 300 Clay voll. Weißt du, was mir fehlt in Seven Days to Die? Voll. Und zwar wie in Minecraft die Möglichkeit, eine Fackel in die Offhand zu nehmen. Okay. Weißt du so, dass du. Ich würde zum Beispiel jetzt hier gerne ein bisschen was abbauen. Ja, guck mal eben die Leiter unten weg, ne? Ja, hätte ich gesagt. Genau. Zack, stürzt das ganze Ding ein. Oben haben wir schon irgendwie eine Möglichkeit. Ja, was hat man jetzt gesagt? Gehen wir in den Keller mit unserer Workbench oder gehen wir in die Decke? Ich fände die Decke ja irgendwie. Ja, die Workbench steht ja. Wo steht denn die Workbench? Die steht doch irgendwo da. Gegenüber. Rum. Die steht gegenüber beim Autohändler. Oder wie wäre es das hier? Da, echt? War die nicht Junkyard. Hier? Nee, okay. Hier drüben. Ja, gut. Da vorne im linken Gebäude. Also langfristig wäre es natürlich cool, wenn wir uns einen nicht Weg aus dem Schacht. Und wir können ja rüberbuddeln. Genau. Das habe ich ja gedacht. Schnell gemacht. Lassen Sie mich mal ran da. Laufen wir mich mal ran hier. Ich komme mal mit. Ich buddel Ihnen was. So, hier sind zwei Gänge. Ich möchte jetzt aber auch. Oh. Aber hier gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie wieder hochzukommen, oder? Aus dem Schacht. Also, derweil. Oder? Da nicht mehr. Nee, da muss halt über dieses eine Ding rüberhüpfen. Okay, ist es Kohle? Ja, das ist gut. So, jetzt habe ich nämlich nicht gemerkt, welche Richtung das Ding war. Richtung Osten. Richtung Osten, ja. Was holst du da? Hast du da einen Kohleflöz gefunden? Ja. Ah. Gut, das haben wir ja noch, was wir gebrauchen können. Eine Lagerstätte. Hier auch Kohle, würde ich mal behaupten. Was bauen wir jetzt immer? Jetzt mal reinschmusseln. Ja, ist auch Kohle, okay. Das ist schon mal gut, das Kohleberg weg. Also Richtung Osten, dann würde ich sagen, dass wir, also wenn wir, wo wollen wir unsere Basis aufbauen? Also wo wollen wir Kisten hinsetzen, eine Workbench und so weiter später mal? Wir sind unter bei, Dach? Wie tief sind wir denn? Sieht man gar nicht mehr, ne? Doch, ich meine, dass wenn man die M drückt, genau, wir sind bei plus 56. Ja, also ich würde sagen, wir buddeln uns hier auf jeden Fall definitiv. Grad aus, oder? Tief nach unten. Oh, hier geht's ja, achso, hier ging den Gang nach oben. Genau, hier geht's nämlich hoch und also ich fände es schon schick. Ja, wenn wir rüber zum Händler wollen, sollten wir schon den tiefen, oh, ist hier ein Generator? Einen tiefen Weg wählen, ja. Destroyed. Ja, MD Destroyed, mal, die kann ich ja mal wegwrenchen. Guck mal, wir haben hier zum Beispiel Licht, oder? Wenn ja. Wir jetzt die Fackel mal ausmachen, machen wir aus. Ja. Okay, das ist marginal. Geht so. Achso, Wasser. Hast du Wasser angesetzt oben? Nein, habe ich nicht.
Oh, ich hör's. Ja. Oh, schön. Wir haben We Have Company. Dann, ich muss ganz dringend Wasser ansetzen, weil sonst verdürstel ich gleich. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ohne Fackel ist, also ein Mining-Helm wäre ja schon eine schicke Sache, ne? Irgendwie kommt man da hier rüber. Wir können... Ist das überhaupt der Aufgang? Nee. Nee, der war hier drüben. Der war hier drüben. Hier war der Weg nach oben. Hier lang. Wo man ins kleine Häuschen kommt. Falsche Richtung. Hier lang. Wir sehen stumpfsinniges Gerenne durch Minen. Ja, aber es ist irgendwie spannend, gerade bei dieser Beleuchtung. Bei welcher? Wir müssen halt dringend hier... Stockenduzer, ey. Wir müssen auf jeden Fall einen permanenten Aufgang irgendwie konstruieren. Siehst du mich? Und die Löcher zu machen. Ja, ich bin leicht hinter dir. Löcher zu machen, genau. Das ist halt auch das Thema. So, und jetzt ging's hier. Ah ja, hier war das, oder? Wo sind die? Sind die oberhalb? Ja, die sind oben. Das klingt so nah. Die sind garantiert oben. Creepy. So, ja, nee, hier kommen wir nur ins Häuschen. Und ja, genau. Weggemacht. Das heißt, wir müssten uns irgendwo einen Aufgang... Das heißt, wir sind jetzt... Das ist die Vorderseite. Welche? Ich frage mich gerade, was da oben los ist. Warum hier so ein Terror ist. Willst du das echt gucken? Das oben ist offen. Denk dran, ne? Ja, ich bin draußen. Aber wie kommen wir nach oben? Oh, fuck. Ich bin gerannt. Bin die Leiter hochgeklüpft. Nehme mir jetzt meine AK. Und schieße allen ins Gesicht, die was von mir wollen. Mir ist jemand entgegengekommen. Du bist gerade hoch, da ist mir eine Olle entgegengehüpft. Naja, hier ist eine Schwester ist hier und ein Spidey. Die Woodspikes sind übrigens sehr, sehr effektiv. Effektiver als sie jemals waren? Ja, die Zombies sind da sehr, sehr schnell platt. Oh, er will mich holen. Lass mal vorbei. Danke. So. Leuchte die Geschichte mal aus. So, Schwester weg. Oh, Spidey. Spidey hüpft noch. Die kleine Heuschrecke. Nur 8 Schuss. Ja, spar die das. Spar die Munition. Lass doch den Spider. Ja, jetzt zernagt uns hier unten aber alles. Ja, aber deswegen, pass auf, du kümmerst dich um den Spider. Ja. Ich versuche hier so ein bisschen mal diese Durchschussluke zu machen. Weißt du, dass wir die Zombies da wegnehmen können? Mhm. Also zumindest dort, wo wir mit der wo es durchschlagen können. Ich hatte doch hier irgendwo... Ach, ich lasse mal so ein. Ich hatte doch hier eine Kiste Woodframe. Wir haben hier doch ein Campfire gesetzt, oder? Irre ich mich da? Nee, das ist aber kein Thema. Also setze ich jetzt hier eins in die Ecke erstmal. Ja, aber hier auf das Ding. Warte, was? Da. Da? Ist das denn eine Fläche? Das glaube ich nämlich nicht. Warum also nicht? Camp, Fire, Craft. Dann kannst du mir ja mal dein ganzes Zeug hinschmeißen. Nee, ist es nicht, das ist mir zu risikoreich. Oder, na gut, schwebt's halt. Ne? So ein bisschen Wasser machen. So, Water. Bottled Water. So. 10 Minuten. Für 15 Wasser, okay. Ah, warte mal. Nein, stopp, bitte. So, Cooking Pot. Greatly speeds up cooking bottled murky water. Guck mal. Also das heißt, du kannst Wasser doch einkochen, aber wenn du einen Topf hast, geht's schneller. Aber um 75%. Ich habe sonst, hatte mir gerade gesagt, 10 Minuten, jetzt brauche ich 2 Minuten 30. Topf hast du gefunden in der Kiste, oder? Ja, ich habe 3 Stück reingeschmissen jetzt. Schön. Ja, ich finde es cool, dass das so ein bisschen... so eine Flexibilität bekommen hat, weißt du? Okay, es geht schneller. Dann hack du mal weg und ich setz... weißt du, dass das Spiel flexibler geworden ist mit den Skills und den ganzen Kram? Ja, ich gerade diese 112 Skills am Ende mit den Büchern. Finde ich sehr, sehr cool. So, müssen wir nur unten Fackeln setzen, dann geht's ab. Aber ich hatte auch eine Axt bekommen, oder nicht? Dit weiß ich nicht. Ey, Spidey, da bist du ja. Komm her, mein Kleiner. Siehst du was? Ja, der ist gerade unten rumgelatscht. Okay, ich hack mal weiter auf. Gib mir mal deine Axt, dann kann ich mal weiter hacken. Bitte. Das Wort bitte. Boah, dass sie nicht da durchkippt. Oh Mann. Ja, ich habe auch gerade gedacht, die hat sich so entlanggewickelt. Ach, Wackel, und tschüss. Ist die Frage, ob der Vorschlaghammer auch so eine ähnliche Wirkung hat. Forge. Guck mal, in welchen Perk wir brauchen. Wir brauchen dafür Advanced Engineering. Okay. Machen wir jetzt erst eine Forge oder machen wir Fahrrad? Geht noch nicht. Intellekt Level 2. Ach, ist doch nicht wahr.
Also musst du intelligent genug sein, um Fahrrad zusammen zu schustern. Ja. Jetzt sind wir gerade so auf dem Stand einer Amöbe. Jetzt auf dem Stand eines Kleinkindes. Jetzt kannst du gerade Wasser einkochen und fühlt sich toll. Ja. Aber Fahrradfahren geht nicht. Nächste Stufe ist dann Fahrradfahren machen. Gott, ist das dunkel hier. Ja. Oh, es gibt sogar Pure Mineral Water. Nein, ist die Axt kaputt. Mit was kann ich die reparieren? Haben wir schon Forged? Forge Iron habe ich ja. Nee, Repair Kit. Ach, da geht ja alles nur mit Repair Kit. Haben wir aber keins, glaube ich. Ups. Repair Kit. Forged Iron und Duct Tape. Ich habe Forged Iron und Iron. Ich habe Duct Tape einstecken, habe ich beides, ja. Komm, ich schmeiß jetzt zwei Forged Iron hin. Nein, ich hab. Auch Forged Iron? Ja, habe ich auch. Okay, da ist übrigens. Ich habe die Dings auseinandergebaut. Das Wasser. Irgendwie. Wasser drin. Wenn du brauchst. Ja, gerne. Nicht alles auf einmal trinken. Achso, ich kann ja auch noch ansetzen. Ich habe ja auch noch Bottled Murky Water. Wieso kann ich das nicht einkochen? Ja, du musst in die Mitte gehen von dem Menü. Hä? Nee, ich hab Bottled Murky Water einstecken, aber es wird mir links nicht angezeigt. Ups. Doch hier, Bottled Water. Hä? Ach so, das ist jetzt unterteilt. Siehst du mal, wie ich das gespielt habe. Jetzt weiß ich, was du meinst mit der Mitte für Menü. Ich muss auf Getränke gehen statt Essen. Genau. War mir gar nicht bewusst, ja, dass das so... Ja, ist doof, dass am Anfang nicht alles zeigt, aber... Jo. So, wo ja, ist das, ich habe nicht viel gespielt, die Alpha 18. Also ich hab bei Jackie ein paar Mal reingeguckt, wie er gezockt hat, aber ich habe es nicht wirklich selber gespielt. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich entdecke ja auch gerne selber, auch wenn viele Zuschauer dann immer ihren... Besser, wenn du selber entdeckst, dann die Krise kriegen. Wieso? Dafür ist der Spieler da, man muss doch selber entdecken. Nein, ich meine, es ist also Kommentarkultur und so weiter. Das meine ich. Ach so, ich. Das ist so. Dann so. Du hast das übersehen. Ja. Also, ich mache es jetzt bewusst nach. Nicht jeder Zuschauer ist so und nicht jeder Zuschauer, der Tipps gibt, ist da eh gleich. Aber ich finde es eigentlich immer ganz cool. Gerade wenn so eine Alpha 18 jetzt ja auch so rudimentäre Änderungen bietet, dass man entweder, dass du es schon gespielt hast, man zusammen das dann lernt, weil du mir Sachen erklärst, die ich nicht wusste. Weißt du, so. Aber wenn es halt nur in den Kommentaren kommt und dann auch teilweise militant darauf hingewiesen wird, ich hatte das heute wieder. Du Arschloch, hast du das nicht gesehen? Ja, dass ich in Surviving the Aftermath den Fischer nicht baue und ich denke, hey, das kommt noch, nur ich habe halt eine Woche vorher aufgenommen. Ja, und dieses Verständnis für einen YouTuber-Streamer, die denken halt immer, du nimmst es irgendwie am gleichen Tag auf oder am Vortag und besser so und erwarten dann, dass man sofort darauf reagiert. Ist ja auch ein Unterschied, ob man selber spielt oder ob man nur zuguckt. Ja, aber die, wie soll ich das jetzt nennen, die Weitsichtigkeit bringen viele Zuschauer einfach nicht mit. Also die denken nicht drüber nach, wann zum Beispiel die Aufnahme stattgefunden hat oder solche Dinge. Niemals hat die stattgefunden, das bildet ihr euch alles nur an. Wir sind gar nicht hier, so. Hey Bales. Ja, jetzt kocht das Feuer. Ja, ich mache hier gerade den Rundumlauf, dass wir hier runterfahren können. Achso, du machst... Ich frage mich nur kurz, wann mal, es war ein Abstand oder zwei Abstand zu den Blechen? Ein Abstand zu den Blechen. Ich habe jetzt ja gelernt, ich muss hochleveln. Sollen wir hier irgendwie auch direkt so einen Abgang machen? Nee, ne? Wo machen wir den Abgang? Also wir sollten in der Mitte auf jeden Fall, was halt cool wäre, guck mal, dass wir hier irgendwie an der, ich kann es jetzt nicht anzeichnen, vielleicht da vorne, wo ich jetzt gerade weghacke, dass wir irgendwie den Stahlträger verkürzen oder irgendwie eine Leiter da rumfummeln. Weißt du, dass wir die hier ist ja schon eine Leiter. Dann nehmen wir die Leiter, die schon da ist. Ja, wir müssen sie nur hinten. Irgendwie verlängern. Genau. Ich bereite da gerade was vor. Es geht so noch nicht. Doch, da. Warte mal, ich hüpfe mal hier runter. Tot in 3, 2, 1. Nein, mach nicht. Als ob ich sterbe. Also. Niemals. Never ever. Jahrelang Turmspringer gewesen. Stahlträger. Was machen wir denn mit dem? Ja. Turmspringer. Hui. Wenn wir jetzt noch Licht hier unten haben, dann können wir auch durch die Ritze hier rumballern. Das ist meine Fackel. Ich muss mich mal angucken, was da ist. Hashtag durch die Ritze. Hashtag durch die Ritze und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Was machst du? Ja, warte, komm, mach ich noch. Du hast gerade... Wir stellen den Stahlträger noch weg und wenn es alles hält und nicht zusammenbricht, dann ist gut. Dann gibt es die nächste Folge. Ansonsten machen wir Rage Quit, löschen den Server und spielen dieses Spiel nie wieder. Wie stark ist denn der? Ja, keine Ahnung. 1000. Nee, 1000. Oh, pass auf. Ui, das war eine knappe Kiste. Da viel was. Oh, das ist auf jeden Fall
ne? Oh, sieht gut aus. Schacht. Komm mal, ja, guck mal, das ist, man wird schön geleitet. Oh. Es hat was. Jetzt nochmal ein Trägerchen. Der Abstieg. Hashtag genau. Der Abstieg. Ach nö, jetzt muss mein Hashtag nicht wieder kaputt. Obwohl du warst, Mann. Du darfst Hashtag bestimmen. Ich darf Hashtag bestimmen. Ja, der Anfänger darf Hashtag bestimmen. Ich hab. Okay, Hashtag Bestimmer. Ja, das war auch so ein Thema. Was macht ihr mit den Hashtags? Na, wir hatten eben das Thema vor der Aufnahme. Ja, die Hashtags sind einfach nur dazu gut. Da, um zu gucken, wer wirklich bis zum Ende guckt. Genau, das ist die Idee dahinter. Einfach nur um zu wissen, hier, hallo, ich habe bis zum Ende geguckt. Das ist doch, ne? Wir können jetzt so sagen, hey, wenn ihr diesen Kanal jetzt zum ersten Mal schaut, lasst uns doch ein Abo da, aktiviert die Glocke. Genau. Ne? Und solche Sachen, aber machen wir ja nicht. Diesen Zug springen wir gar nicht erst auf. Nee, machen wir nicht. We don't like it. Aber wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr auf den Kanälen irgendwas Nettes in den Kommentaren hinterlässt. Wenn ihr nicht nett schreiben wollt, dann lasst es doch lieber bleiben, weil das bringt ja keinem von uns was. Ja, genau. Ne? So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dahin. Tschüss.